Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch eine Taktik verraten, wie ich meine Waffen auf Gold mache bzw. hochlevel. Ich mache das übrigens in Kombination mit dem 99 Leben Glitch. Und zwar Leute, am besten holt ein 4er Squad, da geht das am schnellsten. In Runde 1 bzw. 2 kauft ihr diese Tür auf und geht hoch bis zum Penthouse. In COD ist es nämlich so, Leute, wenn ich jetzt einen Zombie anhitte und jemand anderes den tötet, kriege ich trotzdem die EP für den Zombie und das Geld. Und genau das machen wir. Drei von uns hitten die Zombies und der vierte gibt den Zombie den Finisher und tötet den und wir teilen uns somit die EP von dem Zombie. So, das machen wir jetzt so lange hier oben im Penthouse, bis wir genug Geld haben, sodass wir Packer-Punch aufkaufen können und jeder einmal punchen kann. Wenn ihr dann nun genug Geld zusammen habt, aktiviert Strom und Packer-Punch. Und Leute, es ist ganz wichtig, dass ihr dieses Portal an Abschlussstelle benutzt, denn der bringt euch zu dem Ort, wo ihr gleich leveln werdet. So, ihr werdet dann in die Krankenstation teleportiert, in diesen kleinen Raum. Was ihr jetzt macht, Leute, ihr stellt euch zu viert in diesen Raum, nachdem ihr eure Waffen gepuncht habt, und schießt alle gemeinsam auf die Zombies. Ein kleiner Tipp, Leute, ich würde Feuerring mitnehmen, weil hinterher kommen sehr viele Megatons und ihr müsst euch auf jeden Fall absprechen, wer immer den Feuerring aktiviert, also macht da eine Reihenfolge. Erst der eine, dann der andere, weil sonst kommt ihr mit den Megatons nicht hinterher. Was auch sehr wichtig sein kann, Leute, nehmt euch das schneller Nachladen-Perk, also die Tempo-Cola, weil das wird euch in der einen oder anderen Situation den Hintern retten. Und nehmt Deadshot mit, damit ihr auf Headshots gehen könnt. Wie ihr seht, schalte ich eine Tarnung nach der anderen frei. Und meine Waffe levelt sich extrem schnell, Leute. Achtet immer darauf, eure Waffen zu verbessern. Also hebt immer das Schrott auf, teilt euch das untereinander auf und verbessert kontinuierlich eure Waffen. Und vergesst nicht immer wieder zu punchen. So Leute, das Ganze macht ihr jetzt bis Runde 30, weil ab Runde 30, habe ich gehört, kriegt man nicht mehr so viel EP. Also macht bis Runde 30 bzw. evakuiert bei Runde 31, dann kriegt ihr noch ein bisschen EP. Was ich euch auf jeden Fall auch empfehlen kann, benutzt den Helikopter-Glitch, also den Helikopter-Verdopplungs-Glitch. Dann aktiviert einfach euren Feuerring, stellt euch da rein und benutzt euren Heli, dann macht ihr die Evakuierung easy. Wie ihr seht, Leute, habe ich mit der Stoner mit Level 31 angefangen und am Ende war sie auf Level 43. Also ich habe 12 Level gemacht in einer Runde und ja, eine Menge Kamos freigeschaltet. Das war's dann auch mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, Leute, joint meinen Discord. Ich werde euch jede Frage beantworten und helfen, wo ich kann. Ansonsten viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.